Weihnachten 2020. Dieses Jahr ist vieles neu. Schon der ganze Advent verlief anders und jetzt an Weihnachten ist der gewohnte Rahmen weg. Auf lieb gewordene Dinge müssen wir verzichten. Vielleicht ist es auch eine Chance. Manches, was ich bisher im Advent und an Weihnachten gemacht habe, war nicht notwendig. Ja, es hat das Eigentliche teilweise zugedeckt. Was ist das Eigentliche? Neben dem Weihnachtsevangelium von dem Kind im Stall, den Hirten, den Engelchören, hat die Bibel unfassbare Botschaften, die an uns gerichtet sind. Im Advent können wir sie hören. Worte wie: Mach die erschlafften Hände wieder stark und die wankenden Knie. Kann eine Mutter ihr Kind vergessen? Ich vergesse dich nie. Richtet euch auf und erhebt euer Haupt, eure Erlösung ist nahe. Das sind die Aussagen der Bibel zu Weihnachten. Das sind die Aussagen über dieses kleine Kind. Den Heiland, der kommt, der erlöst, der errettet, der befreit. Das feiern wir an Weihnachten und ich wünsche Ihnen allen, dass Sie auch dieses kleine Kind so erleben, als einen Gott, der Ihnen nahe ist, der für Sie da ist, der Sie erlöst, der Ihnen Kraft gibt. Und ich wünsche Ihnen an Weihnachten, dass Sie auch etwas von Anerkennung und Wertschätzung erfahren für all das Große und für das wirklich Herausragende, das Sie leisten. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest.